Ja, gleichfalls. Delfin. Delfin, Delfin, Delfin. Das ist süß, guck mal. Da haben wir. Sobald du vor Entscheidung stehst, ergreifst du die Flucht. Das ist die Angst, dass das der Schütteln oder das dass Joachim Albrecht und seine Frau Maike hier sind. Sie hat eine Organisation für Helena übernommen und die letzten 5 Jahre, jetzt 6 Jahre, haben wir eine andere Organisation geführt. Es ist eine Menge zu organisieren, Sponsoren, zu kaufen, zu kriegen. Die einen eingeladen, die gastronomischen Stellen hier oben aus. einen Gutschein geben, den Sie dann in Empfang nehmen können. Und mit dem Gutschein gehen Sie zum Velocenter oder zum Küstenrad. Und da wird Ihnen das Fahrrad angepasst, damit das wirklich perfekt ist. Und Sie kriegen auf einem Velocenter.
ist schon an dem Band, das gleich gelöst werden wird. Das kann ich gut erkennen. Und wie viele Sekunden haben wir denn jetzt? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Wir hatten sonst 10.000 Enten, die ins Wasser flogen. Ja. Dann, und auch die verkauft wurden. Und die Kinder haben die Enten mit nach Hause genommen, haben sie angemalt und sind sie hierher gekommen und haben die Enten abgegeben. Und dann kam prompt die Kritik, ja, aber was, wie kann man denn Plastikenten, auch gesund, das zu tun? Also ist nicht innerhalb von 3 Minuten erledigt, dieses Enten. Der Motor läuft, jawohl. Wir können das hören. Und die Männer und Frauen, es gibt noch eine Menge, etwas leider. Aber jede Ente zählt. Die letzte Zahl, die man mir übermittelt hat, ist 0674.